Jetzt fangen wir an. Okay. Also, am Anfang wird der Fasson an den Enden ein bisschen jetzt auch drauf abgeflacht. Dann gibt es eine Markierung. Dann lege ich den Fasson so auf das Messer und drücke mit dem Daumen drauf und klappe die Enden runter. Dann ist der Fasson geknickt. Inzwischen habe ich eine Zwinge gemacht. Mache das aber gerne nochmal mit meinem Draht. Spanische Zwinge. Scheiße. Wollen wir hier mal eine Pausentaste drücken? Nee, hast du? Hast du eine Pausentaste? Nein. Ja, ist egal. Ich kann den auch zu Hause zurechtschneiden, den Film. Na, dann ist gut. Das sind verschiedene Etappen. Das ist ich auch schon mal was vorbereitet. Weißt du, du hast auch schon was vorbereitet. Eine Zwinge. Ein Stück Draht. Ungefähr, was ist, keine Ahnung, 4 cm. Und dann nehme ich einen Dorn. Ganz unten. Zweimal rum. Und locker rumdrehen. Nichts festmachen, gar nicht, auf keinen Fall. So, jetzt nehme ich diesen Fasson, halte ihn so und schiebe die Zwinge hier drauf. Im Normalfall würde das jetzt nicht so weitergehen. Damit das aber weitergeht, mache ich die Zwinge etwas oval und dann kann ich die Zwinge weiter drauf schieben. Das erste Maß, was wir jetzt brauchen, sind 2,7. 27 mm. 27 mm von der Spitze des Rohres bis zur Zwinge. Jetzt lasse ich das Püpplin, so nennt man das, schwimmen. Feuer. Kann ich nicht. Falls du dich noch erinnern kannst, wie das geht. Wir zünden eine Kerze an. So, jetzt muss ich mal deinen Dorn missbrauchen hier. Dann wird er gleich ein bisschen, sieht ein bisschen wie benutzt aus. Ich halte den Dorn über die Flamme. Ich halte den Dorn nicht in die Flamme, ich halte den Dorn über die Flamme, weil wenn ich ihn in die Flamme halte, würde er ganz schwarz und das ist nämlich Ruß und das ist Fett und das tut dem Holz nicht gut. So, der muss jetzt nicht glühen, aber der sollte halt heiß sein. Dann nehme ich den Fasson und jetzt stecke ich den Dorn in den Fasson rein, das zischt dann so schön. Wenn man jetzt direkt anfasst, dann ist das heiß. Okay. Sollte ungefähr auf beiden Seiten gleich schließen, tut es. Ich halte es gegen das Licht, um zu sehen, wie weit er überhaupt drin ist. Ungefähr 2/3, also ungefähr bis da. Ja, das messe ich jetzt nicht. Jetzt kommt der Moment, jetzt ziehe ich die Zwinge zu. Damit der Fasson nicht gleich reißt, drücke ich das Holz ein bisschen an den Dorn an. Jetzt ist der Draht nicht dafür gemacht, dass ich ihn jetzt 1000 Mal da rumzwirbel. Deswegen ziehe ich die Zwinge zu und drehe. Und das heißt, auf die Art und Weise habe ich die Zwinge mit 3 Umdrehungen fest. Jetzt sitzt der Fasson fest auf der Hülse. Schreiben wir mal kurz. Okay. Durch leichtes Drehen löse ich den Fasson von dem Dorn und nehme jetzt die Hülse. Ich schiebe die Hülse in den Fasson und zwar genau
bis zu der Zwinge. Vielleicht kann man das sehen. Mhm. Ah, schwierig. Dann sollte ich unbedingt durch die Hülse gucken, um zu sehen, weil die Hülse ja ein bisschen oval ist, dass das Holz genau die Maserung genau sozusagen auf dieser Geraden laufen. Und nicht irgendwie, dass das so ein bisschen verdreht ist. Also, ja. Hm. So oval nach hier. Der liegt. Genau, mhm. Genau. Mhm. So, jetzt halte ich Hülse und Fasson mit zwei Fingern fest, nehme meine mit den Fingernägeln, ziehe ich jetzt die Zwinge ein wenig nach oben. Und dann sehe ich, dass sie hier 1 Millimeter weiter unten eine Markierung hinterlassen hat. Mhm. 2 Millimeter. Ja, 1 Millimeter. 1,5 Millimeter. Wie 1 Millimeter? Das ist doch viel mehr. Wenn ich nämlich jetzt durchschaue, dann sehe ich, dass die Zwinge etwas über dem Hülsenrand sitzt. Ja, das sind vielleicht 2 Millimeter. Mein Gott. Ich glaube, ich sehe nicht das Richtige, aber ich habe meine Brille nicht dabei. Achso, soll ich die Lupe rausholen? Okay, ich sehe die Markierung nicht. Ich bin irgendwie zu schwachsichtig dafür. Okay. Ja, deswegen habe ich auch meine Brille auf. So. Ich schreibe hier oben Brille mit Ring hin. Foto. Hat sie so lange... Ich wusste nicht, drück auf das Rote. Und was zum Festhalten? Das läuft doch noch.